Montagmorgen 20:07 Uhr. Für unsere Schicht. Freitag. Letzter Tag der Schicht. Oh, keine Wolke am Himmel. Das hatten wir diese Woche noch gar nicht. Und es sind auch keine Thunderstorms angesagt und gar nichts. 16 Grad jetzt am Morgen, später 28 Grad Minimum angesagt. Aber unsere Performance Calculation machen wir immer mit 30 Grad. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es heute ein bisschen wärmer wird als 28. So, ja, die Lena hat auch schon mal nach Flügen geguckt. Da gibt's welche nach Monterey. Dienstagmorgen um 6.25 Uhr geht der Flug von Flexstaff. Den habe ich ja schon mal genommen. Das war eine ganz schöne Schinderei. Da muss ich nämlich um 4 Uhr aufstehen, um 3:30 Uhr, um den Flug zu bekommen. Vielleicht mache ich das. Je nachdem, ob die heute noch verfügbar sind oder nicht. Das ändert sich ja mal ziemlich schnell. So! Gestern wurde mir nach einem halben Tag der Helikopter weggenommen, weil ein anderer Helikopter kaputt ging und die brauchten den dann. Gucken, ob ich heute fliege. Wir sind 4 Piloten und wir haben nur 2 Helikopter, glaube ich. Und davon kommt aber einer am Mittag zurück. Müssen wir mal sehen, was heute geht. Oh. So, ja. Auf geht's. Wunderschönes Wetter. Zurzeit noch. Aber ich glaube, das soll auch so bleiben. Alles ist ready. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich heute Helikopter 58 bekomme. Den blau-grauen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich heute gar keinen bekomme. Weiß ich. Sieht so aus, als hätte ich ein Helikopter, 49, aber der ist noch im Hangar hier. Und da wird noch ein bisschen sauber gemacht. Und da war ein Crack im Windshield. Und hier musste gepatcht werden. So. Mein erster Flug ist aber eh erst um 9. Und von daher alles gut. Immerhin 130 oder 140 Leute kommen rein heute. So, kurz nach 1 Mittagspause. Es läuft ja das Schleppen mit den Trinkgeldern. Aber immerhin 3 oder 4 Mal geflogen und das sah heute Morgen ein bisschen anders aus. Da sollte ich nämlich nur insgesamt 3 Mal fliegen als Priorität 2. So, wunderschönes Wetter bisher. Ein bisschen windig hier und da, aber jetzt bildet sich hier gerade genau über dem Canyon eine krasse Gewitterfront. Ich weiß nicht, ob man es so gut sehen kann von hier aus, aber das könnte sich später noch als problematisch herausstellen. So, ich musste gerade den Helikopter selber betanken, weil der eine Crew-Typ meinte, er hätte Mittagspause. Ja, gut. Da habe ich ihn mal wieder voll übergossen mit diesem komischen Jetfuel. Das stinkt vielleicht, ey. Und das verursacht natürlich auch Krebs, ist ja klar. Und das kriegt man auch nicht so ohne weiteres abgewaschen. So, jetzt habe ich eine Stunde Lunchpause, beziehungsweise nur eine Dreiviertelstunde. Das ist ja mal ein bisschen kürzer. Kurzes Müsli und dann geht's weiter. 6:30 Uhr Feierabend! Ja, ich habe den ganzen Nachmittag noch geflogen. Am Schluss noch mal eine kurze Tour. Aber es gab, glaube ich, auf jeder Tour noch mal Trinkgeld ein bisschen. War eine gute Woche. Jetzt bin ich natürlich total im Sack und jetzt muss ich mal gucken, wie ich nach Hause komme. Ich habe mich auf ein paar Flügen gelistet, 4 oder 5. Um den um 6.25 Uhr von Flagstaff, um 9.24 Uhr. Und dann noch welche nach Monterey oder Sacramento und Fresno, glaube ich auch. Also es gibt so viele Flüge. Ich hoffe, das bleibt so auch auf dem Rückweg. Eigentlich wollte ich ja mit dem Auto fahren, weil ich habe ja keine einzige Angelklamotten hier. Und ich wollte mal wieder ein paar wieder hierher schaffen, damit ich dann gegebenenfalls mal hier nochmal angeln kann. Zurzeit habe ich nichts. Keine einzige Route, nichts. Von daher muss ich mal schauen, wie ich das regel, ob ich dann morgen doch noch mal im Auto fahre oder ob ich dann einfach mal fliege und dann egal. Ja, das werde ich heute Abend erstmal checken und dann weiß ich Bescheid. Ja, heute Abend trifft man sich zum Teil noch. Einige sind schon nach Hause, 3 von uns. Die sind etwas früher nach Hus, weil die irgendwie umziehen oder irgendwas zu erledigen haben, ist ja egal. Meine anderen Roommates von der B-Schicht, die sind wahrscheinlich schon da. Und mit dem einen werde ich auf jeden Fall nochmal, mit dem trinke ich mal ein Bier, mit dem Glenn, der mich mal mit auf die Jagd nehmen will, auf Doves. Dove, was sind Doof? Sogar Reh.
irgendwann, wenn wir mal Zeit haben, will er mich da mitnehmen. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. So, jetzt rechne ich gleich mal zusammen, was ich die Woche gemacht habe. Das müssten so um die 800, 900 sein. Und ja, dann gucke ich mal, was ich heute noch so esse, vor allen Dingen. Und was ich packe. Und dann muss ich mir überlegen, wie ich nach Hause komme morgen. Ja, und dann muss ich mir noch überlegen, ob ich mich später mit den Leuten treffe oder nicht. Ja, denn da gibt es auf jeden Fall zu essen.